Wir haben Susi neulich schon durchgekämmt und dabei bergeweise Haare mit rausgekämmt. Jetzt ziehe ich das mal rein. Jetzt gerade nochmal hat Schere ein paar Minuten gekämmt und so ein fettes Büschel hier entfernt. Ey. Hör mal deine Experience als Hundehaar-Auskämmer. Als Hundehaar-Auskämmer. Mhm. Haarig. Ne? Haariger Job. Ne, ist halt echt so, ey. Man könnte mittlerweile meinen, dass in meinen Vlogs nur um Tomaten geht, aber sie spielen halt einfach eine zentrale Rolle in meinem Leben. Jetzt muss ich schon wieder damit anfangen. Ich habe doch damals vor einigen Monaten einen Vlog gemacht, in dem ich die Tomatenpflanzen ausgesät habe. Und ich bin hier auf dem Balkon meiner Eltern. Denen habe ich auch zwei von den Pflanzen gegeben. Und die haben sich richtig geil entwickelt, zumindest die Fleischtomate. Jetzt ziehe ich mal die rein, ey. Abnormal, hier im Vergleich nebendran meine Hand. Da sieht man mal, um was für fette Dinger es sich hier behandelt. Und hier reiht sich halt eine prächtig entwickelte an die andere. Und hier oben geht es direkt weiter, Mann. Und die Pflanze ist noch längst nicht in ihrem Endstadium angelangt. Ey. Kürbisse habe ich ja da auch ausgesät. Hokkaido-Kürbisse. Und da habe ich denen auch mal so eine Pflanze einfach gegeben. Einfach mal am Balkon einpflanzen, gucken, ob es funktioniert. Und Tatsache, zieht euch mal das rein. Obwohl die hier sich in so einem relativ kleinen Topf eben auf dem Balkon befindet, ist hier schon ein fetter Hokkaido-Kürbis drin. Auf dem Balkon einfach nur. Krass, oder? Also der Kürbis und die Fleischtomate, die haben sich echt prächtig entwickelt. Und was für eine Basilikumstaude hier. Ey. Wahnsinn, Mensch. Natürlich ganz wichtig, wenn so Pflanzen mit dicken Früchten sich in Töpfen befinden, dass man genug gießt. Weil die Früchte, die sind ja prall mit Wasser gefüllt, müsst ihr euch vorstellen. Und jeden Tag muss die Pflanze ja damit rechnen, dass ein Haufen Wasser verdunstet. Und zusätzlich muss ja den Rest von sich auch noch am Leben erhalten. Das heißt, gerade wenn so dicke Früchte tragen, dann muss man richtig viel auch gießen. Im Topf eben. Ne? Na, heiß hier drin. Ne? Was? Umleitung? Nix gibt's. Wir hätten mal gerade laufen können, ne? Ja, ja, klar. Kleiner Ausflug ins Allgäu, finde ich auch so schön. Bodensee, Oberschwaben, Allgäu, überschneidet sich natürlich alles so ein bisschen. Finde ich einfach die schönste Gegend in Deutschland. Ey. Ich weiß, es gibt auch noch viele andere geile Orte und ich war an den meisten Orten in Deutschland noch gar nicht geil. So der Norden ist zwar was völlig anderes, aber hat auch seinen Reiz. Da gibt es auch richtig schöne Natur und auch in Ostdeutschland gibt es tolle Gebiete und so. Ich werde den Rest nicht schlecht reden. Aber hier fühle ich mich halt einfach zu Hause und ich finde es halt einfach richtig schön. Man kann wahrscheinlich schon einen relativ billigen Haus kaufen. Wegen Hochspannungsleitung direkt nebendran. Und was eben ab vom Schuss ist, was mir persönlich nichts machen würde. Also hätte ich die Kohle, Mann, ich würde mir sofort eine Bude rauslassen. Ein Traum von mir, hier irgendwann irgendwo im Allgäu oder Oberschwaben eine Bude zu haben, Mann. Ich wäre so glücklich. Jerry, wie schaut's aus? Würdest du dir hier eine Bude rauslassen? Schon. Wenn sie nicht Millionen kosten. Ja klar, aber wenn es dir leisten könnte, ich hier eine Bude. Auch eine schöne. Am liebsten hätte ich einfach so ein altes, großes Haus mit großem Grundstück. Zum Beispiel so einen alten Bauernhof, aber muss kein Bauernhof sein. Hauptsache halt ein großes Haus und großes Grundstück, wo ich richtig viele Pflanzen anbauen kann, wo ein Teil auch verwildert bleiben kann.
Aber nur ein Teil. Ein Teil will ich kultivieren und da eben Gemüse anbauen. Oh Mann, ey. Da freue ich mich schon drauf, auf den Punkt in meinem Leben, an dem ich das eines Tages Wirklichkeit werden lasse. Das ist auch typisch Voralpenland, beziehungsweise Alpen selber auch. Solche kleinen Kapellen, die in der Landschaft verteilt sind. Wow, wow, Katze gesichtet. Jetzt geht's ab. Die trainiert schon mal dafür, dass mal Aaron mit seinem Gerald vorbeikommt. Hier wächst Johanniskraut. Mein Vater macht daraus immer Johanniskrautöl. Der weicht irgendwie die Blüten oder die Knospen ein in Olivenöl für ein paar Tage oder so, stellt sie in die Sonne. Und dadurch entweichen eben die Substanzen, die eine heilende Wirkung haben aus den Blüten. Und wenn man sich das Öl dann auf Wunden schmiert, dann ist es ein gutes Heilmittel. So bin ich aufgewachsen. Wenn ich irgendwo eine Wunde hatte, so kam mein Vater erstmal hier, mal Johanniskrautöl drauf. Na, kein Bock mehr zu laufen. Ne? Erstmal Pause machen. You're fine. Die Karawane zieht weiter, komm. Auf geht's. Schaut mal. Mir nix, dir nix. Führt hier einfach eine Ameisenstreet durch. Ziehe ich mal die Kiesgrube hier rein. Überraschenderweise. Die sieht man vom Weg aus gar nicht. Einmal nach links geschaut, zack. Kilometer tiefe Schluchten. Die freut sich jetzt, dass sie hier einen neuen Ort entdeckt hat und will nicht mehr weiterlaufen. Aber nichts gibt's. Komm, weiter geht's. So ganz typisch für Süddeutschland sind eben auch die vielen Kiesgruben überall. Weil damals in der Eiszeit hatte ein fetter Gletscher von Alpen herunter so die Landschaft hier geformt und dabei einen Haufen Kies mitgeschoben. Und deswegen lässt sich hier im Süden noch sehr viel Kies abbauen. Ich glaube, man sieht auf dem Video gerade noch gar nicht, wie gigantisch diese Kiesgrube eigentlich ist. Aber also ich muss da mal reinzoomen. Hier, seht ihr, hier ist eben so ein fetter Krater, wo es runter geht. Und da geht es übelst tief runter. Wow! Schon groß, ey, aber es gibt noch viel fettere Kiesgruben. Aber auch die hier schon ziemlich imposant.